Hallo und willkommen zurück zu Rift. Ja, wir sind noch in der scharlachroten Schlucht, haben da in der letzten Folge noch ein paar Quests gemacht, ein paar Quests erledigt, da ist auch noch was offen. Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir mal was anderes. Wir wollen Rätsel und Schätze bergen. Ob das so spannend wird, das sehen wir dann. Unser erstes Ziel ist auf jeden Fall der Silberwald. Und dazu würde ich sagen, gehen wir mal schnell hier zum Porticullum und reisen auch direkt hin. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich habe einige unnütze Gegenstände verkauft. Ich habe mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Tja, und ich war noch bei einem Heiler gewesen, so dass es jetzt wirklich losgehen kann. Ups, wir müssen ja hier noch ein Ticket kaufen. Sozusagen. So, Silberfeld. Lebt wohl. Lebt wohl. Und damit sind wir dann auch im Silberwald angekommen. Und ich denke mal, die meiste Zeit werden wir jetzt damit verbringen, alles abzusuchen. So. Schön mal wieder hier zu sein. Da gibt es auch noch neue Quests, sehe ich. Ja, wir können da noch jede Menge erledigen. In jedem Gebiet gibt es noch viel zu erledigen, wenn man es genau nimmt. So, jetzt schaue ich erstmal an, wo wir denn eigentlich sind. Wo müssen wir denn hin? Das ist jetzt die Frage. Und zwar, ich habe mich natürlich ein bisschen erkundigt vorher. Ich habe allerdings nicht vorgespielt. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist blind oder blind. Was ich weiß, sind die Koordinaten zumindest so ungefähr. So, und dann müssen wir nochmal schauen hier. Das müsste nämlich hier irgendwo sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Da müssen wir ja also einfach nur den Weg hier folgen. Dazu gehen wir hier auf den Saurier. Geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und allzu viele Gegner sollten ja jetzt hier nicht mehr kommen, beziehungsweise kommen schon. Aber die sollten uns keinen Schaden mehr machen. So, hier runter, genau. Die Ausschaustraße. So, ist es doch mal wieder schön, hier in dem Silberwald zu sein. Der hat mir schon immer gut gefallen, der gefällt mir auch heute noch gut. Ach ja, da sind auch wieder diese Spinnen. Ja, lang ist's her. Bestimmt schon einige Monate, wer weiß. So, und da vorne brennt es auch schon. Da ist wieder ein Riss. Aber den werden wir jetzt nicht beachten. Wir gehen jetzt hier direkt weiter. Wie wir es schon so oft gemacht haben. So, und da ein kleines Lager von Monstern. So, aber ich muss, glaube ich, gleich wieder auf die Karte gucken. Nicht, dass wir hier zu weit rennen. Es müsste hier irgendwo eine Art Turm oder sowas ähnliches geben. Auf diesen Turm können wir dann mit Hilfe eines, ja, Knopfes oder so draufklettern. Da ist doch ein Turm. Da sind mehrere Türme. Ist es das? Ich schaue nochmal auf die Karte. So. Die Koordinaten hören sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube, wir schauen uns das einfach mal näher an. Momentan kann ich mich auch an diese Türme nicht mehr erinnern. Da, der ist Level 18, greift er uns eigentlich noch an? Wir gehen da jetzt mal relativ nah vorbei. Natürlich greift er uns an. Der alte Sauhund. So, auch interessant, dass der noch relativ viel aushält, obwohl er hier lockere 10 Level niedriger ist, wie die Gegner, die wir sonst so platt machen. So, und da kommen schon wieder Gegner. Aber diesmal weichen wir aus. Oha. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir richtig sind. Die Musik ändert sich dramatisch. Aber ich glaube fast, dass das Rätsel sich wirklich in so einem Gebiet befindet. Wir müssen hier mächtig aufräumen. Okay, dann räumen wir den erstmal weg hier. So, und ihr seht auch, dass diese großen Balken, die ich da nach wie vor habe, ich habe mich mal dran gesetzt und versucht, das rauszufinden. Man kann ja die UI skalieren, aber ich habe jetzt nicht die richtige Option gefunden. Ich bin mir sicher, dass es irgendwie geht. Nur momentan habe ich es halt noch nicht rausgefunden. So, wer bist du denn? Eine Elfer Steinwurzel. So, ich weiß natürlich nicht, ob wir richtig sind. Das ist die Frage, denn es gibt hier mehrere Türme. Und bei einem dieser Türme müsste ein Schalter irgendwo angebracht sein, mit dem man auf den Turm draufkommt. Denn die Koordinaten müssen ungefähr stimmen, das sagte ich ja schon. So, der ist hin. Schauen wir mal.
Ich wollte ihn jetzt absichtlich wegräumen. Nicht, dass sich dahinter irgendwo ein Schalter verbirgt. Aber wahrscheinlich, wie ich mich kenne, sind wir sowieso schon wieder am falschen Turm. Und wenn ich mich zu blöd anstelle, dann werde ich mal einen kurzen Schnitt machen und werde ich das Offscreen suchen, bis wir am richtigen Turm sind. So, da kommt schon wieder diese dramatische Musik, die ich gar nicht mag. So, wir können hier in den Turm rein. Das will ich aber gar nicht. So. Ich schaue hier nur diese Turmmauer nach. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Wer weiß das schon. Aber ich denke, es ist richtig. So, werden wir aber nochmal eins machen. Ich scroll jetzt mal hier ein bisschen näher dran. So, und irgendwie sind die Koordinaten gerade 6416. So, 6416. Auf dieser Höhe müsste es sein. 3153. So, also dieser Turm müsste es sein. Hier genau an dieser Stelle. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Aber wir probieren es einfach. Also hier rüber. So, da oben. Nein. Ach, da können wir natürlich wieder nicht hoch. Wir müssen wieder den ganzen Weg außen rumlaufen. Da fängt schon wieder diese dramatische Musik an. Die macht mir irgendwie Angst. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier diese Treppe hochgehen. Aber der Gorgor wird es schon richten. Der ist jetzt übrigens ein bisschen stärker, weil ich meine letzten Skillpunkte in seine Stärke investiert habe. So. Schauen wir mal, was es hier gibt. Jede Menge Gegner, ich sehe das schon. Ach komm, Tisch müssen wir jetzt mal wegräumen. Du bist hier im Weg. Und ausgeplündert werden sie natürlich auch. So, das müsste jetzt, wenn ich mich jetzt nicht wieder vertan habe, ich schaue nochmal auf der Karte. Das müsste jetzt der gesuchte Turm sein. Jawohl. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob da irgendwo ein Schalter ist. Oder ein Knopf oder was auch immer. Das sind auf jeden Fall endlich mal freundliche NPCs. Da leuchtet was. Eine geheimnisvolle Gedenktafel. So. Irgendwo sind wir jetzt hingeportet. Und zwar auf den Turm drauf. Ich schaue jetzt auch nochmal auf der Karte. Wir befinden uns an einem anderen Turm. Wir sind nämlich hier gestartet und jetzt sind wir da. So. Da ist einer. Kommen wir mit dem wieder zurück oder kommen wir mit dem zum nächsten? Ich klick's einfach mal an. Ne, wir sind woanders. Das ist ja sehr mysteriös. Jetzt sind wir hier. Da liegt ein Skelett. Noch ein Skelett und da noch ein Schalter. Und jetzt lädt er. So, was war denn das eben? So, jetzt muss ich doch gleich mal auf der Karte schauen, wo wir jetzt eigentlich gelandet sind. Wir sind immer noch hier in der Nähe. Aber ganz hier oben. Ja, wir müssen es jetzt so lange probieren, bis wir den richtigen Turm finden, auf dem eine kleine Truhe stehen müsste. So, nochmal den. Ich nehme immer den nächsten rechten. Und da lädt er schon wieder. Warum liegen da eigentlich überall Tote rum? Was soll das? So, jetzt sind wir wieder... Ist alles nicht so einfach. Jetzt sind wir hier wieder auf dem. Ne, wir waren auf dem. Ich glaube, auf dem waren wir noch nicht. So, aber auch den müssen wir hier wieder... Wir müssen das jetzt einfach sinnlos probieren. So. Wir schauen uns mal die Gegend hier an. Das ist doch herrlich. So, aber immer noch keine Truhe oder sonstiges in Sicht. Wir müssen das jetzt wirklich so lange probieren, bis wir das finden. Ich frage mich, warum er manchmal lädt und manchmal nicht. Aber das sieht doch gut aus. Ein Efeu-Schlüssel. So, und wir zoomen mal ein bisschen ran hier. Und da steht nämlich eine Truhe, eine Schatztruhe.
So, wir haben jetzt hier Rätselraten auf dem Dach der Welt geschafft und wir können einen staubigen Sack mitnehmen mit dem Hinweis, da ist etwas drin. Dann nehme ich ihn doch mit. Aber bevor wir wieder runtergehen, da ist nämlich hier noch ein Schalter oder ein Knopf. Ich schaue mir das jetzt erstmal die Gegend an von hier aus. Das sieht nämlich sehr schick aus. Das ist stark hier oben. Also mir gefällt. Okay, aber wir gucken mal, was in dem Sack drin ist. Zum Öffnen rechtsklicken. Erfordert Stufe 30. Das ist doch schon mal schön, weil wir genau Stufe 30 sind. Handschuhe des Mentors des Mythischen. Rüstung 114, 10. Das ist natürlich viel besser wie das Zeug, was wir anhaben. Das ist natürlich geil. Plus 64 Goldstücke. Jawohl. Und das können wir auch gleich direkt einsetzen. So, dann gehen wir mal hier auf unsere Charakteransicht und tauschen die Handschuhe aus mit denen, die wir haben. So, jetzt haben wir wunderschöne Handschuhe. Wir schauen sie uns mal an. Hier im Echt. In Echt schauen wir sie uns mal an. Okay, man sieht sie jetzt nicht gut. Sie sehen ein bisschen anders aus wie vorher und sind vor allen Dingen viel, viel besser. Das heißt, wir haben das Rätsel, den Schatz in Silberwald geborgen. Ging relativ schnell. Wir haben es doch ganz gut gefunden, würde ich sagen. Wir waren nur einmal beim falschen Turm. Aber wir haben es geschafft. So, und ich kann mich gar nicht beruhigen hier. Die Aussicht ist so grandios. Schon nochmal auf der Karte. Also der Turm hier ist der richtige. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das so ein bisschen mehr oder weniger Zufall ist, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist immer so. Gut, dann werden wir mal diesen Schalter drücken und gucken, wo uns dieser wieder hinführt. So, wir sind wieder ganz unten. Ach ja, wir sind wieder da beim ersten Turm, also bei dem ersten Schalter. Sehr schön. Und das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück nach Silberfeld. Gucken, ob wir da vielleicht eine Abkürzung nehmen können oder so. Rennen da jetzt einfach mal durch. Die Gegner, wenn die alle auf einmal angerannt kommen, sollte ja nicht das große Problem sein. Die müssten wir alle locker packen. Hier gehen wir die Treppe wieder runter. Oh, und da verändert sich schon wieder die Musik zu einer dramatischen Musik. So hat es angefangen und so beenden wir es auch, die Quest hier. So, ich gucke aber mal auf die Karte, dass ich hier keinen Mist zusammenlaufe. Wir müssen nämlich jetzt hier einfach geradeaus laufen und da ist hier ein kleiner Eber, der Elferergreifer. Oh, da hinten ist was. Ich sehe was. Ich glaube, wir sollten abhauen. Wenn die nämlich hier die Treppe jetzt hochlaufen, dann bin ich am Arsch. Aber das machen sie nicht. Das sind ja ekelhafte, komische Viecher hier. Ich glaube, den mache ich platt. Der ist ja nur Level 18, der kleine Mistkerl. Den mache ich jetzt platt hier. So, der hat mich aber ganz schön weggeschleudert hier, der Sauhund. Aber das macht nichts, der ist trotzdem gestorben. So, das sammeln wir noch ein hier. Komm, ein Heiltrank, jawohl, das ist schön. Und wir gehen jetzt wirklich zurück Richtung Silberfeld. So, die Gegner lassen wir mal außer Acht. Und ich hoffe, dass ich hier von diesem Plateau wieder irgendwie runterkomme. Ohne, dass ich mir alles bresche. Aber das wird schon irgendwie gehen, genau, so geht's doch. Sehr schön. Mal gucken, wo ist Silberfeld? Einfach geradeaus. Da ist auch noch was zum Looten. Ein und zwar 5 Planarit. Dankeschön.
So, jetzt gehen wir hier runter. Und ich glaube, es wird ja wieder Zeit für den Saurier. So, wir sind wieder aus der auf der Ausschaustraße. Direkt vor Silberfeld. Ja, und ich freue mich, weil wir haben neue geile Handschuhe. Das ist richtig geil. Jetzt haben wir endlich mal gescheite Gegenstände. Wenn wir jetzt noch ein paar Quests machen, hoffentlich bekommen wir da noch ein paar schöne, interessante Gegenstände. Und dann können wir nämlich wieder den ganz normalen Questalltag weitermachen und zwar wesentlich besser ausgerüstet. So, also dieses Projekt ist abgeschlossen. Das nächste Projekt, würde ich sagen, ist in Dämmerwald. Beziehungsweise es gibt ja noch die Skeptikergebiete. Da können wir auch mal hingehen. Das müsste, also ich bin da jetzt kein Fachmann drin. Ihr wisst es wahrscheinlich besser wie ich. Aber man müsste bei den Skeptikern auch diese Rätsel und Schätze bergen können. Unser nächstes Ziel ist der Dämmerwald. Da sind wir schon mal ganz in der Nähe gewesen. Das weiß ich. Stand nämlich in den Kommentaren, Krü, oder bist du wieder vorbeigelaufen? Aber wenn man es nicht weiß, dann achtet man halt nicht drauf. Aber diesmal weiß ich es und diesmal werden wir hingehen. Also, nächste Station, Dämmerwald in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.